willkommen zu Stuttgarter Vlog Teil 2. Pascal haben wir wieder gefunden vom historischen. Ja. Volksfest. Volksfest, Mensch. Hey. Jawohl. Hey. Tschüss. So. Hey, los geht's. Ja, ja. Noch einmal, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog oder zum Vlog Teil 2 von Stuttgart. Pascal haben wir wieder von historischen Volksfest gefunden. Simon ist auch dabei und jetzt sind wir hier im Kaschadermaßen. Hinter uns ist Transforma und Flipper. Beide haben wir schon gefahren. Nur noch, bis wir da angenehm war. Jetzt regnet es natürlich wieder. Hallo Bad Kreuznach. Hallo, Bad Dürkheim. Eieiei, ist halt so weit. Jau. Und auch viel mehr natürlich im Hintergrund. Ja, aber wunderschön. Alles am Leuchten, Drehen, Blinken, so wie es gehört. Transformer nach 3 Jahren auch mal wieder am Start. Also schon länger hier. Hoppa. Und ja, jetzt kann ich einfach den Vergleich machen zwischen Transformer und Predator. Transformer ist von der Geschwindigkeit schneller und Predator ist vom Optischen her schöner. Also ja, aber Transformer wird auch Stück für Stück erneuert und verbessert. Da bin ich ja halt auch gespannt, wenn ich den auch mal wieder sehe. Hier haben wir einen wunderschönen Autoscooter. Front knallvoll. Na gut, Front ist es nicht, das ist der Seite. Guck mal noch Front an. Oh, muss man Safety Stick mal umbauen. Das eiert übelst. So. Oh, leck, jetzt wird's gar noch guter. Also das ist schon schöner Autoscooter. Modern halt. Ja, modern. Erinnert mich teilweise auch an Distance, an Autoscooter. Der sieht auch so elegant von vorne aus. Vom Aufbau. Wie ihr gesehen habt, ist hinter uns The King. Der schaukelt gerade seine Runden. Am Lauf. Komm, zeig dich. Ja, das sieht gut an. Also da laufen wir dann später vorbei. Und hier vorne haben wir Alpencoaster. Dann Rogers Tower. The King. Halt, nein. Das XXL. Alter, ja, 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 ja. Du hast doch zu viel Zoffer. Ja, nein, habe ich nicht. Auf jeden Fall, ah. Thema, Zeneca. Und Avenger. Ich habe vorhin ein Gespräch gehabt mit Manuel Zinnecker. Der Avenger gehört immer noch Zinnecker. Der Kirschbaum ist zwar mit dem unterwegs, ja, aber auf Papieren und sonst weiter gehört es noch Manuel Zinnecker. Und er wird vielleicht verkauft, je nachdem, ob Interesse besteht. Oder auch nicht. Also so hat der Manuel uns gesagt. Also das, was ich in Bad Dürkheim gesagt habe, mit Banner, das stimmt schon mal nicht, weil das hat er manchmal angeschaut und dann hat er mir das hier gesagt. Nee, Avenger gehört noch ihm. Also stimmt schon mal auch teilweise auch nicht, was so rumgeht. Lieber aus Quellen, dann wissen wir auch mehr. Also hier haben wir jetzt Best XXL. Hier auf Fortress Tower mit Rückwand. Schöne Rückwand. Was erinnert mich teilweise mit den Figuren da oben an Gargoyles. Die Cartoon-Serie. Dann eigentlich auch mal der Catch-Car. Hat jetzt auch LED-Beleuchtung. Dann hat er hier noch vorne schöne Figuren.
Aber die hat da auch. Ja. Gehen wir mal von der Seite anschauen. Hier ist die schöne Rückwand. Also kann sich echt sehen lassen. Das hat halt kein Banner oder so als oder Plane als Rückwand, sondern hier in Details. Da startet er. Da oben sind sie. Und wir sind hier unten. Auch vorhin warten wir noch ein bisschen, bis das Wetter ein bisschen hier abklingt. Heute Mittag war es noch schön, aber jetzt ist es langsam regnerhaft. Dann laufen wir mal weiter. Hier der nächste Autoscooter, Top In. Und gleich neben dran. Kinderbreaker, den fahren wir dann auch später. So, alle drin, schauen die Hügel zu. Reise beginnt zu Ringimmel. Kinderbreaker ohne Patricia. Ja, der Christian ist so. So, alle Hügel schießen. Hier entlang laufen wir dann. Aber jetzt laufen wir erstmal vor. Man kann sagen, wir sind am Anfang des Geländes. Ja, kann man so sagen, ne? Hier haben wir ja die U-Bahn oder die Straßenbahn, also je nachdem. Und hier haben wir auch gleich Infinity. Oh, Alter, mit C. Da, wie wir hergekommen sind, war am meisten viel mehr los gewesen. Aber jetzt ist halt weniger los. Nein, wir sind nicht um 11 Uhr hier oder so. Wir haben gerade 8 Uhr. Weil das ist halt prickelnd, prickelnd, prickelnd. Infinity verlangt 57. Dann gehen wir mal hier zum Cannstatter Wahrzeichen. Hier am Stuttgarter Wahrzeichen. Oder Cannstatter Wahrzeichen. Gibt es ja nicht nur die ganzen Festzelte, hier den ganzen Weg entlang. Sondern wir haben auch hier ein schönes Kinderparadies, also Kinderkarussell, Kinderparadies vom Spieß. Sehr schön gemacht von der Aufmachung. Haben wir auch in Karlsruhe gesehen. Also da fehlen noch ein paar Lichter. Wo ist Pascal wieder? Ach, da vorne. Ja. Hier die ganzen Festzelte. 1, 2, 3 und hinten geht's weiter. Und da vorne. Ja Gott, also das ist nichts für mich, also klar für so große Stadt ist halt Festzelt interessant, aber für mich halt nicht, das habe ich ja schon in Lindenberg gesagt, dass es nicht so meins ist. Früher ja, aber jetzt nicht mehr, jetzt interessieren mich eher nur die Fahrgeschäften, also allgemein die Atmosphäre auf dem Kirmesplatz. Und hier haben wir Heidi mit dem Lounge. Wow. Waren wir auch dann später. Wenn ich einen On-Ride habe, tue ich es zwischendrin reinblenden. Aber fahren wir erstmal, wenn das Wetter ein bisschen ablenkt. Soll ja dann so um später so. Eigentlich um 7:30 oder 8:30. 9 so abklingen. Beziehungsweise 10 Uhr, glaube ich sogar. Soll das Wetter besser werden? Zum Glück habe ich Wechselklamotten dabei. Ich muss nicht mit nassen Klamotten Auto fahren. Ja, jetzt sind wir halt wieder hier am Platz. Beim Fortress Tower und Best XXL. Mal schauen, ob ich den Nerv habe. Dann laufen wir mal hier vorbei da. Sind wir da hingelaufen? Und hier haben wir den Teufel persönlich.
der Block. Und ist auch noch der einzige hier in Deutschland, wo noch reist. Ja, schon hat er richtig gestanden. Ja, der Pusher von Galle. Pusher Palace. Von Galle. Der Bruder von Push It. Galle. Dann haben wir hier noch den wunderschönen Express von Kinzler. Okay, ja. Und es bewegen sich die Figuren wieder hinten. Auch Freitschimmer ist geschnappt und weit gerade nicht. Weil das Wetter will oder es soll auch nicht besser werden, es soll regnen. Und wir sind schon alle durchnässt. Jetzt ist der Pascal und ich noch hier. Der Simon ist jetzt Kollege getroffen. Sind die beiden on Tour. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal den Aeronaut. Ein sehr schöner Kettenflieger. Bin ich noch nicht gefahren. Dann haben wir hier das nächste Festzelt. Und hier hinten auch das Festzelt. Und da ganz vorne noch ein Festzelt. Also wir haben Festzelte ohne Ende. Ja. Sieht halt hübsch aus, aber halt ist halt blöd, wenn das Wetter nicht mitspielt. Klar, für die Harten ist es interessant, wenn es regnet. Aber ich brauche das nicht bei dem Wetter. Aber hier haben wir die große Geisterbahn. Und Schütze. Und dann auch da vorne gleich direkt die Gladiator und den nächsten Autoscooter. Und auch die Kugatbahn. Ja, die große Geisterbahn. Hier haben wir schön eingebaut zwischen zwei Städten. Die Kugatbahn. Kugatsport. Hier haben wir zu kämpfen und zu bluten. Mit Sprit. Ja, der Sprit fällt wieder ein bisschen, aber wer weiß. Aber das steigt, wow. Also da steigt auch der Preis. 7 Euro die Fahrt. Es werden umgerechnet 7 Euro. 3 Liter Diesel. 3,5 Liter Diesel. Dann haben wir ein Spiegellabyrinth. Ein großes. Und drüben haben wir noch ein kleines Spiegellabyrinth. Und auch hier gleich der Gladiator. Das war Gladiator. Für knappe weniger als 3 Minuten. 9 Euro. Kann man machen. Wie man sieht, über die Fahrt. Nicht. Naja. Kart 2000 haben wir hier. Also der nächste Autoscooter. Sieht auch sehr hübsch aus von vorne. Kommen wir hier vorne langsam zum Laserpix. Kommen wir auch nicht mehr zu. Man kann schon sagen, wir sind schon sehr oft mit dem Kran. Brauchen wir nicht so, ja. Man kann halt fahren, wenn man unbedingt möchte. Aber ich bin schon gefahren. Nicht in Düsseldorf. Was sag ich denn da? Fandomio, Mannheim, Karlsruhe, also. Ja, macht schon Bock mit den Pistolen rumzuschießen. Sind Sie noch einmal da? Muss ja da mal hier einziehen. Aber, ja. Also ich brauch's heute mal nicht zu fahren. Jetzt ist das Wetter, es nieselt leicht. Da haben wir noch gute Hoffnung eigentlich, ja, mal Polyp zu fahren, oder? Also, Krake bei dem Wetter. Von Müller.
seit Ewigkeiten auch nicht mehr gefahren. Aber ich vergesse ja, meine Zuschauer möchten ja, dass ich mehr von der Gegend zeige. Ist ja interessant da, genau, die Aussicht fand ich auch gerade schön. Ja, war eine schöne Kinderbahn. Und wir haben hier auch gleich direkt den Shaker von Bloom. The Real Shake von Bloom. Muss man so auch betonen hier. Theoretisch? Shaker bei den Bloom? Bei dem Wetter? Nee, danke. Pascal sagt nein, leider nein. Aber ein Offroad können wir mal mitnehmen. Da sage ich nicht nein. Oder? Wenn wir ein Offroad bin. The Real Shake von Bloom. Sehr schöne Mondial R4. Ja? Ja, R4. Hab ich schon gesagt. Deswegen, wir sind ja zur letzten Benz eingefahren. Zum Glück. Vorletzte Runde, wie wir da hingerannt sind. Gut. Der Marathon. 3 Kirmesplätze. Hier haben wir XXL Lachhaus Konferenz. Das Fahrgeschäft verfolgt uns übelst. Und hier haben wir XXL Krage von Müller. Aber leider gerade nicht viel los bei dem Wetter. Echt schade gerade. Und hier haben wir das Highlight. Jawohl. Und Weber. Wir sind Gott sei Dank noch gefahren, wo noch das Wetter gut war. Aber bei dem Wetter würde ich auch nicht so fahren. Jawohl. Er hat auch 2 schöne Laser von Laser World, wo IP65 sind. Aber das sind halt die, wo halt die leider dezent schwach auf der Brust sind. Also ich persönlich. Na gut, man kann es auch upgraden auf größere Dioden, aber dann kostet es auch dementsprechend. Aber sonst sind sie für Outdoor optimal geeignet. Man kann es auch wunderbar über jede Software steuern. Über Pangolin, also Quickshow. Bin aber nicht zufrieden mit Quickshow. Dann mit von Laserworld kann man Show-Handler nehmen oder auch Show-Controller. Show-Editor. Show-Controller eigentlich. Den benutze ich am meisten. Wenn der Kettenflieger so laut ist, der Weltblöd. Alter, Herr. Die machen Krach hier. Und jetzt geht's wieder zurück. Richtung Hotshot, der hier fährt. Und dann gehen wir Richtung Kinzler und so. Und schauen mal, was da Schönes gibt. Und hier haben wir gleich schon mal den nächsten Express im Musikshop. Können wir mal noch schön anschauen. Der Musikshop. Und Bellö, Riesenrad. Auch gern gesehen. Der geht ja demnächst in den Europapark. Ja? Wie immer. Ja, wie immer. Müll. Also die Musik finde ich richtig zu laut hier am Glaslabyrinth. Ich hasse es, wenn es regnet. Aber was will man machen? Ich muss halt jetzt nur das Beste draus machen. Dann haben wir hier ein wunderschönes zum alten Kuckuck. Diese Uhr. Ja, das seht ihr, wir haben schon 9 Uhr. Ja, wir haben wirklich auch eine Uhr.
Pferderennen, Dampfspielen, drehe ich mal die große Hauptmeile, wo die Festzelte wieder anfangen. Und hier ist sogar ein Trachten-Dirndl-Verkauf. Finde ich sehr schön anzusehen. Ich könnte mir auch mal eine Lederhose kaufen, ich als ehemalige Bayer oder Unterfranke. Aber nur für ein paar Volksplätze zu benutzen, schon schade für Ding. Aber ja, das kann man machen. Aber man muss auch achten, was man für Dindel kauft oder für eine Lederhose oder so. Man muss auch ein bisschen mehr Geld hinlegen, dass man was Gescheites hat. Hier haben wir den nächsten Autoscooter und einen historischen Karussell, Pferdekarussell, zwei Etagen. Ja, eigentlich wäre es optimal beim Schlossplatz, optimal besser gewesen. Aber hier ist halt mehr Publikum und sonst so weiter. Also ich finde, auf Volksplätze gehören Schirme verboten. Dann kriegst du halt mal fast in sich gerammt oder sonst so. Jetzt nieselt es wieder ganz leicht. Sehr tricky das Wetter. Aber hier haben wir Haunted Mansion haben wir hier. Ich habe gefahren ja in Mannheim. Von außen ist es echt ein Hingucker. Und da vorne haben wir gleich wieder The King, ein Alpencoaster. Und das XXL, Heidi the Coaster, man merkt es uns an, sind bei dem Wetter sehr massiv schon angeschlagen. Aber wir sind noch hier noch nicht fertig. Hier haben wir wunderschön The King, Seneca. Natürlich schon alle beide gefahren, also der ehemalige, der Börner und der King. Aber bei dem Wetter, ja, was soll ich sagen? Wir sind alle eingeschlagen von dem Wetter. Wir haben jetzt leider nicht mehr so große Lust, bei so einem Wetter was zu fahren. Achso, das finde ich auch geil. Das kann man auch sehr gut bauen. Ah, wir haben hier wieder Ringtopf. Ringtopf weg. Am besten ist richtig knapp gebaut. Also, ja. Das ist Augenmaß, oder? Bau nach Plan. Sind wir wieder am Flipper? Split? Oh. Sind wir wieder am Flipper? Am Mist? Und Transformer Schmidt? Und der Pascal haben wir auch hier. Jetzt müssen wir nur noch um diese Kurve verlaufen. Dann haben wir alles gesehen. Obwohl leider nicht alles sehen, wenn man da rüber guckt. Gut, da haben wir noch Discofieber vom Schramm. Hätte ich gerne fahren, aber Wetter. Wetter sagt bei mir nein. Aber hier haben wir Spuk. Und bei der vorne haben wir noch Feuer und Eis. Laufen wir noch hier entlang. Hier Spuk. Ja, kommt so auf den Platz, ja.
Ah. Stimmt, wenn man so guckt, hier ist Spook, da ist gleich Haunted Mansion und hinten dran große Geister. Aber ich feier's. Früher bin ich echt kein Geisterbahn-Fan gewesen, aber jetzt so seit Jahr. Ich kann mich mitmachen, aber trotzdem das Gruseln mag ich nicht so. Das ist echt nicht so mein Ding. Dann haben wir hier noch einen kleinen Kinderautoscooter und einen Kinderachterbahn, wo demnächst auch ein Speyer steht. An der nächste Autoscooter. Ja, für den Autoscooter. Und dann halt Hotshot. Ja, die Kinderachterbahn. Habe ich schon gesagt, die Kinderachterbahn hier. Hotshot, auch am Start. Und gleich sind wir bei Feuer und Eis. Dann haben wir den ganzen Platz abgeklappert. Zwar nicht so richtig mit System, sondern einfach kreuz und quer bei dem Wetter. Weil, ja. Man merkt, wir wollen auch schon langsam wieder nach Hause. Ein bisschen leider durchnässt. Aber Gott sei Dank habe ich ja Wechselklamotten dabei. Aber wir müssen ja erstmal noch ein Stückchen laufen, bis wir am Auto wieder sind, Parkhaus. Aber hier habt ihr jetzt Feuer und Eis. Sehr schön, wieder zu sehen. Nach dem Unfall auf der Autobahn, dass er wieder hergerichtet wurde. Das ist eine kurze Zeit. Finde ich nicht schlecht. Okay, und let's go, Powerplay. Und hier haben wir auch Autorennen. Statt Pferderennen haben wir Autorennen. Wir haben Simon wieder gefunden. Also jetzt holt er nicht nur sein Handy, jetzt haben wir ihn wieder. Jetzt ist Bye-bye zu sagen. Schön war's. Geht auch der Regen nicht. Ich will mal sagen, wir hoffen, dass wir beim Wiedersehen im Frühjahr besseres Wetter hier. Ja. Oder die nächsten Plätze, wo wir noch hingehen. Zum Beispiel Karlsruhe, Speyer, Schwetzingen und. Als wir dann so wieder durchnässt werden wie heute. Und im nächsten Sinne sagt der Infinity. Und wir, ciao, ciao. Und bis zum nächsten Kirmesplatz. Bye.